Oh mein Gott, wir sammeln hier die. Ich will nichts annehmen, schrecklich. Was? Die Mission hier nach. Spezialgüter, nichts. Sag mal, sind wir hier durchgerannt? War das so neu vor hier? Okay, wo ist denn jetzt hier? Ganz Mausruide. Ja, folg ihm mal. Tüdel. Gehen wir erst dahin, okay? Tüdel. Gehen wir erstmal kämpfen. Jo. Ein Raumschiff klauen. Sind wir schon da? Ja. Ja, nee. Gleich. Achso, wir müssen noch hochfahren. Runter. Hoch. Zur Seite. Nach rechts. Okay. Sind noch irgendwelche Wissensobjekte hier drin? Ne, ist ja halt so ein. Kannst du gleich das Schiff erstmal okay, angucken? Okay, du Haufen Dreck! Die Waffe fallen lassen und flach auf den Boden legen! Okay. Ey, ist doch ein Hammer Schiff, Alter! Ich finde das Ding so geil. Mit flexiblen Kanonen. Das wird nicht während meiner Wache gestohlen. Die Antriebe. Verstanden, abschauen. Ist schon so ein Antrieb. Ich will hier doch gar nichts stehlen. Okay. Ehrlich. Ich will hier gar nichts stehlen. Ehrlich. Das hätte eurem Spatzenhirn auch einfallen können, bevor ihr durch diese Tür getreten seid. Mir wurden dieses Jahr schon 3 Schiffe von den Mandalorianern und ihren stinkenden Truppen gestohlen. Oh. Natürlich sind nicht alle Mandalorianer schlecht. Doch. Taro Blatt war so freundlich, mir von euren Gepflogenheiten zu erzählen. Wenn ihr unbedingt sterben wollt, kann ich euch gern behilflich sein. Karakimi, Anikak Nikak, Kaniak Gak Akiguamjam. Ja, dann lassen wir sie mal platzen. Oh, eine reicht ja, okay. Boah, hier gibt's hier Stuff. Was machen wir jetzt? Die Tür. Genau. Oh, da sind noch mehr. Und auch da. Oh, die sind ja ganz einfach. So, dann mal los, ne? Mach hier oben Ziel schießen. Kann man auch stehen lassen? Echt? Braucht man nicht. Ja, aber die wollen ein Schiff. Oh, ist das geil, die sind so low level, dass sie mich nicht mal treffen können. Da zückt sie mal das Schwert, ey. Das ist eine coole Sache, Mann. Komm, schieß doch. Na komm, schieß. Schießt. Voll daneben, ey. Ey, die wollten ja nicht Alter. Zu dir. Ah, guck mal. Oh, ey, die armen Raumhafenarbeiter. Ach, da sind sie da. Können wir weggehen. Ich pfeife auf die Regeln. Beim nächsten Mal ist Taro Blatt ein toter Mann. Oh, dann ist er wirklich sowas von tot. Dieser Mistkerl hat nicht mehr lang zu leben. Och, ich hasse das. Ich mag diesen Zorn nicht, aber ich will, dass er bezahlt. Ach, Marco. Keine Sorge, Marco. Alles wird wieder gut. Ist schon gut. Vergesst, was ich gesagt habe. Wir sollten uns beeilen. Wir haben noch eine große Jagd zu gewinnen. Okay, du fliegst jetzt hoch wahrscheinlich, oder wie ist das jetzt? Ja, wir stehen draußen, ja, genau. Nee, wir stehen draußen? Warum stehen wir draußen? Echt? Weil er sein Schiff einmal testet und da noch nicht reingehören. Ich wollte kurz warten, bis er soweit ist. Hä? Ach so! Ja, stimmt. Ich dachte, das wäre dein Schiff. Ach, Sven. Du heute davon erzählt hast. Hab ich gedacht, was ein. Ja, das Kopfhörjägerschiff ist das ja. Ist das hier? Imperiale Agent-Phase? Ja. Kopfgeldjäger-Phase. Toll. Und ich muss wieder irgendwo hin. Ganz auf der anderen Seite, ja. Kopfgeldjäger-Phase ist. Da können wir rein. Ja, so. Jetzt ja, ah, okay. Aber warum? Wahrscheinlich, weil er gerade landet. Und eh gleich herkommt wieder. Ja, dann brauchen wir auch nicht rein, ne? Da kommt keine Sequenz mehr. Nee.
können wir hier auch kurz warten, bis es bereit ist. Ich komme hier schon. Oh, immer diese geschlossenen Türen, ich hasse die. Wer zwei Ladungen Wagemut, diese kritische Macht, Trefferchance deiner direkten Angriffe und Heilung um 60% erhöhen, jedes Mal, wenn du direkt. Okay. Ja. Geht los. Jo. Ja, wir schon davor stehen. Ging's jetzt nach oben oder nach unten? Ja, einfach gucken, ob der vom Namen da drüber oder drunter steht, ne? Das ist clever. Ja. Das ist doch mal ein Schiff. Alter. Was ist das? Ey, ist das. Cookie, ist das das Ding, was. Nee. Was die Agenten in Battlefront 2 hatten? Ja. Die Agenten in Battlefront 2? Dein Trupp. Nee. Wie hießen die denn nochmal? Nein. Fernflug. Geil. Sieh wieder draußen, ja, ne? Nee, achso. Achso, okay. Achso, du hast bei deinem wahrscheinlich abgebrochen dann, ne? Also ich stand da schon richtig drin und war einmal oben, aber das war halt nicht über den normalen Hangar. Da ist. Aus meinem Schiff. Cookie ist. Was? Ich suche mir gerade eine Kabine hier. hier! Ja! Gefunden! Okay. Das ist meine Kabine. Muss ich erstmal mit meinem neuen Roboter reden. Das ist wirklich ein geiles Schiff, Nico. Das ist das Schiff von Sven. Ey, kann ich das Ding auffliegen? Ich drück mal rauf. Stuhl des Captains. Du hast keine Erlaubnis, die Sternkarte zu benutzen. Gut. Besser ist auch. Kann ich das vielleicht machen? Aber hier gibt's, hier gibt's noch einen Stuhl, da kann ich mich raufsetzen. Alter, wie geil ist das denn? Wir können hier Star Trek nachspielen. Oh. Star Trek. Kann ich auch mit deinem Schiff die Mission hier machen? Nein. Nur Terminal nutzen. Flugkommandant Pirol. Wie ich sehe, hat klar, klar kann ich das. Ausgezeichnet. Das war's jetzt die Republik klicken, wird immer dreister. Ihre Angriffsstaffeln greifen imperiale Einheiten aus dem Hinterhalt an. Ey, das muss ich unbedingt mal prüfen, hier, ob das geht. Wir können kaum mithalten. Was denn? Was hat das mit mir zu tun? Diese Angriffe schwächen unsere Gewalt über die Galaxis. Damit schwächen sie fliegen auch kann ich das Ding ja nicht, ne? Aber kann ich drin sein, wenn du so eine Mission fliegst? Ja, ihr könnt mitfliegen, sozusagen. Wir bilden eine exklusive Vergeltungsstaffel. Die bei jedem Schiff halt ich dann mitfliegen. Kann ich was machen oder kann ich nur hier daneben stehen? Kannst du daneben die Staffel stehen. Anführen werdet. Aber du musst ja jetzt erstmal dein Schiff holen, damit du da. Ja. Also, was soll ich tun? Warn soll hinreißen. Ja, ich bin aber jetzt gerade in eine scheiß Sequenz gelassen. Wir landen wieder einmal. Ne? Genau. Naja, brauchen wir nicht. Ich kann einfach rausgehen. Ihr arbeitet allein, während der Rest der Staffel in der ganzen Galaxis einspringt. Kämpft mit Zorn. Kämpft mit Zorn. Kämpft für das Imperium. Was machst du denn gerade, dass du das quatschst? Ich hab hier irgendein Ding angequatscht. Ich würde gerne. Drück einfach Escape. Wieso denn? Escape. Das Schiff war das gar nicht, was ich meinte. Das war das, dann war das bei der guten Seite mit dem Agenten irgendwie da, ne? Mit dem Schmuggler oder was das war, der dieses riesen Schiff hat, wo du diesen riesen Kreis gelaufen bist. Wo geht's denn raus hier? Ja, das ist der Schmuggler. Genau, das war nämlich das vom Schmuggler, meine ich, was ich meinte. Was so groß ist. Das ist ja auch recht kompakt. Boah, wie geil. War das damals auch so? Die Anflugsequenzen? Nee. Ja. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee. Doch. Ruhe jetzt, alle beide. Das geht, das könnte stundenlang so gehen. Ja, eben drum. Hä? Jetzt stehe ich in meinem Hangar. Ja, ist auch schön. Auch nicht schlecht. Ich muss mir das Schiff nochmal angucken, das ist ja wohl der Hammer, ey. Ich finde diese Gucke so toll. Jetzt muss ich aber mal gucken, wo geht's denn hier raus? Da drin ist ein lila Punkt bei dir. Warte mal, das ist mein Schiff! Ich komm aus meinem Schiff raus. Okay, das ist mein Schiff.
Also von daher hat sich das, glaube ich, erledigt gerade. Aber du musst einmal in dein Schiff rein. Ja, dann gehe ich da jetzt ja, rein. Indem du auf die Tür klickst. Aber bei mir gibt es keine coolen Sequenzen, scheinen. Doch. Ich renne jetzt. Weil du glaubst. Oh, wie ein kleines Kind. Das Schiff noch nicht das. Das ist mein Schiff, Nico. Das ist viel geilerer als alle anderen. Dann müssen wir einfach mal zu dem Maumann hier rüber. Ich bin ja schon drinnen. Ich bin auch schon am rüberlaufen. Oh, Kempfahl ist jetzt hier. Tim, warte mal kurz. Was? Er kommt ja nicht ohne uns weg. Wieso? Was soll ich jetzt machen? Ich stehe jetzt hier und guck doof. Feindliche Verstärkung trifft ein. Ja, wir sind gleich da. Ihr seid es. Also ich auf jeden Fall, ja. Cookie ist schon da. Ich hijack jetzt mal dein Chef hier. Hi. Und ich fliege los. Yay! Hey, warum seid ihr jetzt... Das glaube ich doch jetzt nicht. Warum seid ihr jetzt hier vor mir da? Komm her. Ich warte da oben auf euch und ihr seid als erstes in meinem Schiff? Ihr seid echt wach. Weg da! Das ist... Oh, jetzt ja! Safe Power! Das Schiff kann Blitze scheißen. Kann was? Ist mein Schiff? Tut mir leid, ich hab's mal ausgeliehen. Wo ist mein Schiff? Ey Mann, wo ist mein Schiff? Ja, genau. Und schon rennt ihr auf meinem Schiff durch die Gegend hier. Ja, gleichfalls. Das wird mir auch gemacht. Schießt da jemand? Gedacht. Wer schießt da in meinem Schiff rum? Oh, hier ist ein Druide. Ja, hallo, ich bin... Hör auf, in meinem Schiff rumzuballern! Ich bin 2VR8. Das Mädchen für alles auf diesem Schiff. Sie das müssen meine neue Herrin sein. Meine nette, freundliche Das gibt's doch nicht, ey. Seltsames Kätchen. Abwarten, was kannst du? Genau. Ein eigener Druide. Ausgezeichnet. Ich bekomme also ein Raumschiff und auch noch einen Diener? Gar nicht mal übel. Ah, hier ist die Kommandokonsole. Erfreut, dass Sie mich annehmbar finden. Die komischen Dinger da vorne würden mich ja stören. Ich bin für eine Vielzahl von Funktionen programmiert. Du bist jetzt erstmal ruhig, du kannst nicht spoilern hier. Du sollst jetzt, glaube ich, gleich mal selber gucken. Aber der Druide lässt mich hier nicht durch. Türsteher-Druide. Space. Obwohl, das würde mich so ein bisschen stören, die Dinger an den Seiten. Hattet ihr auch so einen Druiden? Space. Ja, die haben wir alle. Hattet euch auch so voll gequatscht? Ja. Mann. Mein Gott, ihr werdet euch gut verstehen, beide. Ich kann mich mit den NPCs... Oh, die Dinger würden mich aber stehen da vorne. Er hat sich sogar hier die Dingens, den Briefkasten verschickt. Ja, ich bin auch überrascht, ja. Er hat schon viel mehr gespielt, als er uns eigentlich vorgibt. Was? Ja? Neue Befehle informieren. Der hat sich vorher schon mal freigeschaltet. Was denn? Den Briefkasten im Vermächtnis. Auf dem Schiff. Briefkasten im Vermächtnis? Ja, komm einfach auf die Brücke, wo wir sind. Okay, das reicht. Mir das Schiff zu verkaufen und steh mir nicht im Weg. So viel schon damals freigeschaltet, das weiß er gar nicht mehr. Das ist echt traurig, dass das alles vergessen hat. Echt traurig, als ich hab gesagt, bis wo ich das gespielt habe. Dass ich sie im Kampf nicht unterstützen kann. Tatooine und Boot. Sollten jedoch Probleme auftreten, die unter ihrem überlegenen Niveau sind, zögern Sie nicht, sie mir zu melden. Ich bin ja auch richtig gespannt. Mit euch schaffe ich das vielleicht, das Ding hier auch richtig durchzuspielen. Alleine war das halt so ein Ding. Was war das? Das habe ich das geträumt? Naja, das kann ja so 15 Jahre dauern oder so. Was? Mein Name ist Dunkle Seitenpunkte. Oh, da ist das viele Löcher in deinem Schiff. Hört auf! Weg da! Meinst du die hier? Ja, ihr genau. Seid so eine Arschlöcher, ey. Ich hab sie mal markiert. Okay, das ist also mein Schiff. Und was hattet ihr gemeint? Wo ist jetzt hier was? Hier kommt. Achso, da. Lauf deinen Truppen hinterher. Da hast du schon hier einen Briefkasten. Wo ist ein Briefkasten? Hinter dir. Ja, den habe ich schon. Daran kann ich mich noch erinnern, das Ding hier musste ich irgendwie freikaufen. Genau. Aber fragt mich nicht mehr wo.
Und jetzt guck mal aus dem Fenster. Warte mal, erstmal ist hier noch eine Nachricht von Emixandor. Der Revan-Orden existiert bald nicht mehr. Tari Darkspanner wurde mit im Geheimen gefangen genommen und wird in diesem Moment von ihrer Ketzerei gegenüber dem Rat des Sith befreit. Hä? Okay. Ein Infiltrator spricht an ihrer Stelle mit den Revanitern und legt so den Grundstein ihrer letztendlichen Vernichtung. Das ist eine alte List, aber eine nützliche. Mit der Zeit werden das Revaniterlager und sogenannte heilige Orte brennen. Mit der Zeit werden das... Achso, ja, okay. Darf Charnos drückt weiterhin seine Anerkennung eurer Bemühungen aus. Darkspanners Geständnis nachzuurteilen scheint der Einfluss der Revaniter sich weiter ausgebreitet zu haben als angenommen. Sogar über Drumunkars hinaus. Nun wird... Oh, shit. Diese schädliche Folgen ist endlich vergeben und sterben. Möge. Wenn es die noch gibt, woanders, könnten die da vielleicht uns nicht so wirklich mögen, oder? Ach, guck mal aus dem Fenster. Ja, guck ich. Ich finde die Arme nervig, wenn man manövrieren nach Sicht will. Ja, da hast du absolut recht. Ist wirklich kacke. Komm, ich setz... Oh! Die Karte ist aber auch anders, ne? Oh, die Karte ist ganz anders. Ja, ist ein bisschen neuer. Die sieht aber gar nicht mal so schlecht aus. So, wir müssten jetzt, glaube ich, als erstes nach... Also ich muss nach Korriban. Korriban? Korriban? Korriban. Bei mir steht Reise nach Korriban. Okay. Also bei mir steht Reise nach Nar Shaddaa und Reise nach Balmorra. Also Balmorra wäre wahrscheinlich das erste, weil das ist der niedrigere von beiden. Das ist uns doch egal. Ja, aber dann macht man das wenigstens ein bisschen innerhalb des Levels. Daher. Ja, aber das andere wäre eine größere Herausforderung. Ach, nein. Level 23 ist die Stufe. Balmorra als erstes. Und dann Nar Shaddaa und dann... Das sind beide auf 23. Oder ist das mein Level? Ah, ist mein Level. Ja. Was mir da auskam. Ah, ich nehme die Rettungskapsel. Oh, der Kontakt ist aber, gibt's weitaus bessere Belohnung. Ey, wollen wir noch einmal so eine Weltraumschlacht machen? Ihr habt sogar einen Kiosk des galaktischen Markts hier mit drin schon. Du? Mensch. Wollen wir so eine Mission nochmal machen? Und alle sitzen mit drin? So eine Flugmission? Ich glaube, das funktioniert nicht. Wir können es ja mal probieren. Wollen wir das hier machen oder auf dem anderen Schiff? Macht da eigentlich eher Sinn hier, ne? Probier's aus, ist völlig egal. Ja. Okay, ich probier mal. Ich muss aber erstmal den Typen anquatschen hier, glaube ich, ne? Oder? Nee, einfach die Mission annehmen, da im Cockpit. Links oder auf dem, in der Karte? Sternkarte links. Oder? Ja, links. Die Mission. Mission. Aha. Steht auch da. Okay, Raumhafen, Kartell, Horch... Was ist das denn da? Einmal das erste annehmen. Erfahrung? Oh, da kriegt man Erfahrung für den Charakter hier? Ja. Und dann muss ich hier rauf auf die Sternkarte und dann ist sie hier irgendwo, oder? Ja, genau. Da. Okay. Und da muss ich jetzt hinreisen. Und ihr seid noch drin, ja? Setzt euch hin auf euren Stuhl. Es geht los, die wilde Fahrt. Nackt kurz da, okay. Jetzt ist er weg. Nein, echt jetzt? Ja. Scheiße. Das funktioniert nicht. Oh, alleine. Geh auf! Das ist mehr Ausgang. Ach hier, die großen, läuft nicht klar. Wuhuu! Ihr Muschis, ich mach euch alle platt! Sprache, ja, ich gucke dann auch schon. Nein. Wie viele Raketen habe ich noch? Gar keine mehr. Super. Da habe ich nur so wenig Raketen, Mann. Fliegt, Feiglinge. Was ist die Mission hier? Ich kann gar nicht gucken. Hier ist viel zu viel Action gerade. So.
viele Jäger muss ich zerlegen? 60. 60? Echt jetzt? Ja. Oh, wenn ich gerade einen Raum habe, dann lassen, dann kann man sich, wenn ich mein Angriff, mein Schiff an. Das sieht ja vielleicht ein bisschen geeksig aus, die Steuerung hier. War noch mal die Rolle machen. Geht auf. Die Ausweichrolle. Ah, die Waffen sind noch viel zu klein. Oh, sie haben die Karte generell ein bisschen überarbeitet. Ein bisschen so. Scheiße, Alter. Oh, das ist ja. Die haben überhaupt noch gar keine Power hier, das Schiff. Und ich sterbe, glaube ich, auch gleich. Du musst den ausweichen. Ja, wie macht man denn die Rolle? Einfach ausweichen, immer nur mehr. Nein, da kann man noch richtig coole Rollen machen. Noch nicht tot. Nee, wieso sollte ich sterben? Also setz mich in ein Raumschiff, ich mach alle platt. Das weißt du. Das heißt, du willst auf Korriban hier mit jemandem reden. Na ja, gut. Zehn Schiffe muss ich noch zerlegen, aber das schaffe ich hier gar nicht. Ja, das kriegst du als Quest. Du musst ja hier, du hast ja nur Begleitung gemacht. Ne? Oh Mann, ey. Auch was das Schiff nicht zerstört wird. Akademie. Ich würde gerne mal wissen, was ist da noch offen? Habe ich hier was? Wow! Ausgezeichnet. Yo, Nico, mach's gut. Wir machen jetzt auch gleich Feierabend. Das war jetzt nur mal nochmal ein Testflug hier. So, zerstöre Schildgeneratoren, Raketen benutzen. 1 von 2, das ist die letzte Bonusmission. Da ist er doch dahinter. Jetzt geht's auf den Schildgenerator. Los, komm! Rauf da, rauf da, rauf da! Ach Mann! Habe ich die Schildgeneratoren nicht platt gekriegt? Dann kriege ich das ganze Ding nicht platt hier. Aua. Aber mein Schiff ist noch richtig schwach, wa?
Oh, alles erledigt. Ich habe zwar keine Raketen benutzt, aber ist trotzdem durch. Oh, jetzt nochmal schnell an dem scheiß Schiff hier vorbei. Gut. Geschafft und es brennt. Mein neues Schiff. Soll ich auch nochmal grüßen von Nico. Neuer Codex-Eintrag, Fliegerass. Also von DK Gaming. Aus YouTube-Channel. Dazu. Oh Mann, dein Schiff brennt aber ganz schön. Habe ich jetzt 12.000 EP bekommen? Das heißt, ich habe schon wieder die Nase weiter nach vorne, ja? Das ist meine EP, ist das richtig? Mhm. Scheiße. Aber du es alleine machst und nicht mit uns zusammen, ja. Aber ich habe jetzt nur 5.400 bekommen hier. Oder war das andere nochmal zusätzlich? Wahrscheinlich zusätzlich. Gut. Wo war jetzt hier noch ein Shop? Für? Hier im Schiff, hast du gesagt. Hier, ich habe sogar noch schon einen Shop hier drin. Ja, Kartellmarkt. Wo ist der? Habe ich entdeckt. War da auch ein Terminal für irgendwo. Also, ein Auktionshaus. Ja, genau. Was? In einem Laderaum. Im Laderaum. Das ist... Fall. Nee. Ja, an der anderen Seite. Was? Andere Seite? Danke, Nico. Da lang? Ne, die andere Seite. Oh, Mann! Sag doch die andere Jetzt hab ich Seite. Wirklich alles durch hier. Also, wo ist hier? Da! Warum hat denn das Ding kein Zeichen auf der Karte? Weil du das Zeichen aktiviert musst, damit du das auf der Karte siehst. Gut, ich denke mal, wir machen an dieser Stelle Schluss. Ist jeder auf seinem Schiff? Ich habe jetzt auch, ich musste kurz mit denen reden und muss jetzt auch nach Nashada oder Balmora. Ja, ich würde sagen, also jetzt gehen wir dann erstmal nach Balmora und da hören wir dann auf. Nee, wir fliegen morgen nach Balmora oder so, weil sonst kommt wieder so eine Anflugsequenz und sowas, dauert alles viel zu lang. Ach, die Anflugsequenz dauert nicht. Nee, die Anflugsequenz, wir kommen an, dann quatschen uns wieder jemand voll und sowas, nee. Das machen wir morgen. Das dauert auch nicht lange. Nein, das machen wir morgen, das mache ich jetzt nicht mehr. Einfach nur draufdrücken, nee. Kriegst du ihn fertig. Alter, wir müssen ins Bett, Alter. Ja und? Ich krieg auf den Sack morgen. Ja, das ist doch egal, aber heute ist ja egal. Nee. Also, fliegen fertig. Nee, machen wir nicht. Das war jetzt schon die schon ziemlich heftig. Und ich muss ja auch nochmal mit meinem Kasperle hier sprechen, da an meinem Terminal wahrscheinlich, der blinkt so komisch. Bei Mora oder Nashada? Balmora. Ja, aber das machen wir morgen. Also ich logge mich jetzt aus hier. Also Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Und ja, morgen geht's weiter, 21.30 Uhr circa. Und wäre schön, wenn wieder jemand dabei ist. Vielen Dank und bis bald. Ciao, ciao. Ciao.